Hallo liebe Freunde, hier ist wieder der Johnny Doe mit Hoofwhite, mittlerweile auf Level 33 und wir befinden uns hier im Steinkrallengebirge auf dem Klippenläuferposten. Jetzt muss ich erstmal gucken, wer hier rauskommt. So. Ja, hier befinden wir uns gerade und haben noch so einige Quests hier zu erledigen. Seid gegrüßt. Beweis für eine Lüge. Im Herzen des Kriegernarbentals steht ein uralter Baum. Ein Baum, der den Zeitaltern widerstanden hat und seine Generation als einen Ort des Friedens und der Leere genutzt wird. Solange ich denken kann, hat meine Familie in diesen Hain zusammen mit den Nachtelfen das Druidentum studiert. Und jetzt soll ich glauben, dass ich in diesem Baum eine Massenvernichtungswaffe der Allianz befindet. Entschuldigung, ich musste gerade mal einmal mich räuspern. Grumgar irrt sich. Das werde ich beweisen. Ich habe meinen Sohn Octulus in den Hain von dem Tal geschickt. Er soll nach der Waffe suchen. Geht dahin und trefft ihn. Geht mit der Erdenmutter. Gut, werden wir uns mal auf den Weg machen. Ups, schnell geschafft. Huiuiui. Das überlebt man so meistens dann nicht. Ja, da ist man hin. Upsa. Das Laufen ist das Zaugenlust. Ja, habe ich doch gestern oder was vorhin? Gestern? Ja, die Nacht irgendwo ein wenig verfolgt oder beziehungsweise einen Tweet mitbekommen. Es geht um irgendeine YouTuberin, die wohl 12 Euro 12 Euro fürs Umarmen genommen hat, ein Foto. Finde ich ein bisschen arg. Ne? Also schon ziemlich heftig, so eine Umarmung von den YouTube-Fans oder an seine YouTube-Fans soll meiner Meinung nach wirklich kostenlos sein, weil die meisten YouTuber sind eben so groß geworden durch ihre Fans. Und die Fans sind eben das Ein und Alles. Und sollte das stimmen, ich weiß es nicht. Es gibt ja immer dieses Gehate zwischendurch. Sollte das aber stimmen, finde ich das doch echt sehr, sehr falsch und fragwürdig, wie man so mit seinen Fans umgeht. Oh. Orotus ist tot, er hält etwas in der Hand. Wahrer Verrat im Hain. Der Raum ist voller toter Droiden. Etwas stimmt nicht, denn ihr seht kein Anzeichen eines Kampfes. Von der Tür führen blutige Schleifspuren ins Innere. Ihr öffnet Orotus erstarrte Faust und findet etwas Verstörendes. Ein Insignet des Generals von Grumgar. Bringt das Insignet des Generals von Grumgar zurück zum Oberhäuptling Klippenläufer. Gut, werden wir machen. Upsa. Ja. Da wäre es fast um mich geschehen hier. Zack. Jetzt habe ich wieder etwas ganz Wichtiges vergessen. Wie ich wieder vergessen, meine Taskleistung abzuschalten. Man möge es mir wirklich verzeihen. Glaube ich, wir landen also doch ein wenig älter. Wird langsam vergesslich, glaube ich. So, wir machen mal eben einmal einen kleinen
Haustierkampf. Und pushen nochmal ein bisschen unsere Haustiere hoch, damit wir später noch mitkommen können. So. Wir tauschen mal eben. Wir haben ein paar Zuckungserscheinungen hier. Gib dir Liebe. Stirb! Ah, stirb doch einfach. Ach so. Sehr metallert. Die Aua, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben es aber noch geschafft. Was? Gut. Er kriegt den Knutscher. Der Knutscher der Unterwerfung. Den zweiten Knutscher geht er vor die Hunde. Ja, wunderbar. Er ist vor die Hunde gegangen. Und meine Schwester der Versuchung hat Stufe 7 somit erreicht. Juhu! So, jetzt muss ich wieder den Ausgang finden. Wandert. Ach da, da muss ich hoch. Naja, wenigstens wisst ihr jetzt das Datum und die Uhrzeit. Sehr peinlich. Ich habe nur vorher gedacht, denklos dran. Schalte deine blöde Taskleiste ab, beziehungsweise blende sie aus. Dumm. Dran denken ist gut, ne? Auch umsetzen wäre besser gewesen. Aber nun gut, passiert schon mal. Manchmal. Scheiße. So, jetzt aber. Jetzt aber hochfahren. Los. Bring mich in die Lüfte. Schöne, beruhigende Musik haben wir heute hier. Da, da, da. How? Ja, mein Kind ist tot. Ja, leider. Ihr gebt Oberhäuptling Klippenläufer das Signet. Oberhäuptling Klippenläufer schreit wütend auf. Wir sehen uns wieder. Klingt aber irgendwie sehr weiblich. Aber nun gut. Er war ein guter Junge, Hufweit. Jung, liebevoll. Niemals hätte er einen der jungen Druiden getötet. Sie waren seine Freunde. Nein, nicht Otus. Der General muss sich für das Verbrechen verantworten. Ich verlange Gerechtigkeit.
verteidigt euch. Habt günstige Winde. Was habe ich hier? Ja, verteidigt euch immer. Ist immer. Ich glaube, das nimmt kein gutes Ende. Ja, Hoofwhite hat sie gefunden. Ich weiß nur nicht, ob ich gerade so glücklich bin, dass ich sie gefunden habe. Elender Hundesohn. Naja, wir haben auch hier. Euer Junge war ein Schwächling ohne Rückgrat, genau wie sein Vater. Ich habe eine böse Befürchtung, dass es gleich rot wird hier. Und was euch betrifft, Hoofwhite, enttäuscht ihr. Enttäuschend. Ihr seid eine Schande für die Horde. Ja, war klar. Marsha, wir müssen fliehen. Wir müssen weit weg von hier. Sie werden uns holen. Jetzt weiß ich auch wenigstens, wer so geheult hat. Seid gegrüßt. Mich. Ihr habt es mit eigenen Augen gesehen, Hoofwhite. General Grebo hat uns angegriffen. Hör mal auf zu heulen. Mensch, was sollen wir jetzt tun? Der Kriegshäuptling wird uns als Verräter hinrichten. Der General ist tot. Würdet ihr mit Oberanführer Konga reden, Hoofwhite? Vielleicht hört er ja auf euch. Ihr seid schließlich... Schluss jetzt. Ein Champion in seiner Armee. Ihr habt alles gesehen. Bitte helft uns, Hoofwhite. Wir wollen doch nur in Frieden gelassen werden. Sprecht mit Oberanführer Gromgar und versucht ihm zu vermitteln, dass wir nicht wollten, was geschehen ist. Ja. Seid vorsichtig. Gut, das machen wir dann. Ich nehme dazu aber feste Gromgar. Ich weiß aber gar nicht, ob ich damit fliegen möchte. Seid gegrüßt. So, Festung Gromgar, da war es doch. Steinkreis. Geht in Frieden. Sieht gut aus für mich. Achtung, ich lande. Wo ist der General? Da. Ja, Herr General, ich habe da eine Meldung zu machen. Woher? Mokra! Was? Die Taucher haben einen General umgebracht? So, Oberanführer. Das ist Verrat. Hochverrat. Für diese schweren Fehler werden sie bezahlen. Über dem Gesetz. Es war richtig, dass ihr mir dieses Verbrechen gemeldet habt. Die Täter werden für dieses feige Verbrechen bezahlen. Blut wird fließen. Ohne Grebo fehlt mir ein General. Ihr werdet seinen Platz einnehmen. Trefft mich am Klippenläuferposten, General. Zusammen werden wir diesen Schwachsinn beenden. Für die Horde! Ja, aber...
Bild. Die wollten doch nur sich verteidigen haben. Hallo, mach mal auf da. So, zack, ein paar Sachen verkaufen, die ich nicht mehr gebrauchen kann. Und nicht gebrauche. Was hat er denn Schönes hier für mich? Er hat eine Schulter. Okay. Schulter will ich haben. Ja, noch nicht da jetzt zu mieten. Was ist das denn? Kippen. Füße. Habe ich nichts an den Füßen? Verschicke ich nicht, ne? So. Da! Ja, ziehen wir doch mal das hier an. So, dann fliegen wir wieder zurück. Zu da. Dann fliegen wir doch zurück. Lugtar! Zum Klippenläufer Posten. Oh, ich kann sagen, wenn man sich einen Nerv im Nacken eingeklemmt hat, oder ja, Nacken ist das wohl eher, das ist echt zum Mäusemelken. Da habe ich jetzt seit 2 Tagen habe ich mir irgendwie, glaube ich, Nacken eingeklemmt im Nerv. Nee, ist klar. Nerv im Nackenbereich eingeklemmt und da kämpfe ich jetzt schon seit 2 Tagen mit. Und das ist echt zum Mäusemelken geworden. Komisch, dass der Flug jetzt hier lang geht. Ne? Ein Stück hier übers Eschental. Der andere Flug hier dran vorbei. Na ja, gut. Soll wohl so sein. Huh! Champion von Grumgar in der Armee vom Oberanführer von Gar. So, lass mich runter hier. Toll. Super. Das hängt hier noch fest. Oh! Verbindung zum Server ist abgebrochen. Das ist natürlich nicht so nice. Wer weiß jetzt, was los ist hier. So schnell kann das gehen. So. Machen wir nochmal neu. Und hier haben wir noch das alte offen. So, zack. Tja, sowas passiert mal zwischendurch. Aber das werde ich nicht schneiden, gar nichts. Nein, das soll man ruhig sehen, dass es überall Probleme auch mal geben kann. So, oh, hier ist schon alles in Flammen. Oh ne. Ist tot. Oh oh. Kraft und Ehre! Der verräterische Tauren wird zusehen, wie wir sein geliebten Heim vernichten und sein Dorf niederbrennen. So, Quest beendet. Jetzt bin ich General von Krumgar. Bleibt bei mir, Hufweit. Wir sehen zu, wie unsere mächtigen Wachen den Feind vernichtet. Versteht, was es bedeutet, zur Horde zu gehören. Was sind dafür als Belohnung? Sieht gut aus. Nehmen wir an. Seht nun, Klippenläufer, wie diese Schlacht ihren krönenden Abschluss findet. So ihr seid im Begriff, etwas Furchtbares zu tun, Krumgar. Möge die Erdenmutter eurer Seele gnädig sein. Ja, da fliegt er los, der Ballon, Richtung dem Hain. Und ich habe da so die böse Befürchtung, dass er jetzt gleich in die Luft fliegt. Tja, mal abwarten. Wow. Oh, schaut auf diese Welt, Klippenläufer, und erblickt die Macht der Horde!
Was habt ihr getan, Krumgar? Oh, Garrosh? Kriegshäuptling, ich habe eure Befehle ausgeführt. Meine Befehle? Habe ich befohlen, Unschuldige zu töten, Krumgar? Kriegshäuptling! Bin ich ein Mörder, Krumgar? Nein, Kriegshäuptling! Dann frage ich euch erneut, was habt ihr getan? Ich entsandte euch mit einer Armee ins Steinkrallengebirge. Der Befehl lautete, das Land für die Horde zu sichern. Stattdessen habt ihr das Land in Schutt und Asche gelegt. Unschuldige ermordet, Kinder. Ich war sehr lange in Nordend, Krumgar. In der Zeit habe ich viel über die Horde gelernt. Ein weiser alter Kriegsheld erzählte mir dort etwas, das ich niemals vergessen werde. Ehre, Krumgar. Wie hart die Schlacht auch sein mag, gebt eure Ehre nie auf. Oberanführer Krumgar, ihr habt die Horde entehrt. Ihr habt Schande über uns als Volk gebracht. Kraft meines Amtes als Kriegshäuptling enthebe ich euch eure Aufgaben. Weggetreten! Ja, und schon, oder? Ihr auch! Wartet, Kriegshäuptling! Bitte! Der Held, der vor euch steht, hat dieses Verbrechen aufgedeckt. Er hat versucht, Krumgar aufzuhalten. Ja. Habt Gnade, Kriegshäuptling. Das habe ich ja wohl, ne? Gnade! Frau und Kind ermordet, eure Sippe ausradiert, euer Heim niedergebrannt. Gnade, am heutigen Tag, Häuptling, lerne ich von euch. Krumgars Armee ist nicht mehr, euer Rang ist bedeutungslos geworden. Ja. Wollt ihr der Horde wirklich helfen, solltet ihr eure beachtlichen Kräfte in Desolas oder im südlichen Brachland zum Einsatz bringen. Es ist eure Wahl. Tja, das ist dann natürlich die Wahl. Wo wir hingehen Lasst später? Lasst euch von Ehre leiten und vergesst nie, dass Höllschreis Blick auf euch ruht. Ja, keiner weiß genau, wie doll der Blick nach Harun wird. Ja. Wir werden uns wohl, sag ich mal, nach Desolas vorkämpfen. Seid gegrüßt. So, wir nehmen hier die Füße entgegen. Moment, sie bedeuten es lieber. Habt günstige Wind. Uiuiuiui. So, teilen wir doch direkt sie hier mit den Twitter-Leuten. Ja, danke, danke, danke. Ja, dann werden wir mal diese direkt anziehen. Zack. Hat sich das hier direkt. Ah, ja, da haben wir nochmal den Oberanführer. How? Häuptling. So. Mein Rang ist hier bedeutungslos. Nichts mehr für euch hier. Es gibt hier nichts mehr für euch, Hufweite. Was mich betrifft, ich muss nur noch Maschas Leiche begraben. Wenn ich das getan habe, werde ich zur Bombenabwurfstelle gehen und den Nachwachsen einleiten. Vielleicht wird eines Tages ein neuer Hain erblühen. Ein Hain erfüllt mit dem Geist meines Kindes und den der gefallenen jungen Nachtelfen. Ich habe von einem Blutelf namens Furien in
Desolars gehört, der nach gleichgesinnten Abenteurern sucht. Vielleicht solltet ihr ihn aufsuchen. Leb wohl, Freund. Ich werde euch nie vergessen. Ja, sprech mit Furien in Tespis Aran in dieser... Geht mit der Erdenmutter. So, dann müssen wir mal hinschauen, wie wir da hinkommen. Und zwar fliegen wir einfach zu dem Schlicht... Ich denke mal, von da aus ist es um einiges kürzer. So mein Plan. Übrigens sehr interessant, wo ich gerade rausgeflogen bin. Seit da an sind auch meine Einstellungen hier etwas verstellt. Ja. Ich gucke gerade mal nach. Ich habe sehr hohe Latenzzeiten, was ich jetzt so gar nicht gewohnt bin von World of Warcraft. Verwirrt mich ein wenig. Und, wir werden uns nochmal ein Kaninchen hier schnappen, fällt mir gerade mal auf. Zack. Komm her, du kleines Kaninchen, du. Schau mal auf die Karte. Da Level 7 bis 9. Ja gut, eins haben wir jetzt auf 9. 7. Verpassen wir nochmal hier die klirrende Kälte. Einmal frosten ganz günstig. Teilt übrigens sehr gut aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Das kommt wirklich hin. So, dann verpassen wir eben nochmal eine. Wir tauschen mal eben schnell den Helden, und zwar gegen unseren Froschi, der noch Level 6 hat. Dann will ich nämlich auch schnell auf Level 7 hochkriegen. Okay, Stinkchen, kein Fan von Knutschern. Ach, jetzt habe ich auch noch Heilung. Das war natürlich jetzt nicht mit Absicht, sondern Versehen. Dem geben wir mal einen dicken Knutscher hier noch. Und, der stinkt durch, das stinkt hier sehr doll. Zeichte. Ja, wunderbar. Das nenne ich mal zu Tode geknutscht. Ihr habt gewonnen. Hütte erhält 75 EP. Wunderbar. Zwar noch kein Level up, aber das wird wohl dann nicht mehr lange dauern. Bis das Level Up hier dann fertig sein dürfte. So, wir gehen zu uns. Man weiß es ja nie immer so genau. Immer so ein bisschen sehr vorsichtig. Das ist das Steinkrangebirg und hier ist der Dolch. Entdeckt der Dolchpass. Durchpass. Muss mal ein bisschen aufpassen hier.
Hätte ja eigentlich auch da runter gehen können. Naja, gut. Ist jetzt Pech. Ja, auf jeden Fall, wie man hier sieht, ist hier nichts mehr. Die Bombe hat alles zerstört. Sind hier die Reste, was noch über ist oder abgeblieben ist, ja. Sehr, sehr traurig, dass sowas nun ja, weg ist. Deswegen wahrscheinlich auch die kurze Aufflashen des Bildes, weil sich da eben halt die Grafik etwas geändert hat. Gut, so, wir müssten jetzt gleich eigentlich mal unseren Zielort erreichen. Oh, da sieht man einiges, was vom Kataklysmus ja, übergeblieben ist. Wir folgen jetzt hier einfach mal ein wenig der Straße. Schöner wäre es ja, wenn ich hier mal was nicht entdecken würde. Deswegen reite ich ein wenig hinten durch. Quer. Damit man mal hier was entdeckt. Was entdeckt man denn jetzt hier? Gar nichts. Na, egal. Dann reiten wir jetzt einfach hier entlang. Was mich jetzt gerade ein bisschen wundert, dass hier irgendwie gar keine NPCs zu entdecken sind, macht mich jetzt ein bisschen ja, ein bisschen ängstlich. Hätte ich jetzt beinahe gesagt. Da gibt es bestimmt was zu entdecken. Was haben wir entdeckt? Desolas. Desolas. So. Mensch. Wo steht er denn? Da ist er. Oh. Oh, da liegt er. Nichts mehr für euch hier. Furien stöhnt. Ja, das ist schon mal gut. Stöhnen kriege ich hier P. Super. Furien winkt euch mit einem schwachen Geste zu sich heran. Er hat Schwierigkeiten zu sprechen. Leichtsinnig. Ich wurde von der Allianz niedergeschossen. Ihr müsst meiner Schwester Bescheid geben. Nehmt mein Reittier Tauren. Es bringt euch zu ihr. Ja, Furien in Terras will, dass ihr auf seinem Drachenfalken zu ja, seiner Schwester Furienposten reitet und seine Schwester Xeria über seinen Tod unterrichtet. Gut, machen wir. Wir sitzen drauf und es geht los. So. Ah. Mich noch ein bisschen an meine frühere Privatserverzeit. Sah wohl hier ein bisschen alles anders aus. Oder was heißt alles anders? Auch nicht, aber einiges hat sich da schon geändert. Dieses lila Geleuchte etc. war gar nicht da. Und die Festung Donneraxt. Da waren früher sehr, sehr harte Gegner, muss ich sagen. Man musste da mitten rein und einige Quests erledigen. Ich weiß nicht, wie das mittlerweile hier ist. Das Mulgore. Vielleicht hätte ich das südliche Brachland einfach vielleicht nochmal beenden sollen. Na gut. Jetzt machen wir das hier erstmal. Fertig.
Ja. Wir unterrichten jetzt hier erstmal. Ne, erstmal nehmen wir hier den Flugposten an, sonst vergessen wir wieder. So, zack. Wir müssen hier also durchlaufen. Na gut. Was ist euer Begehr? Meine Zeit ist um. Was? Furie und mein Bruder lebt nicht mehr? Sie werden dafür bezahlen. Allesamt. Tod allen Widersachern. Ja, jetzt sollen wir uns rächen. Aber ich sage erstmal, liebe WoW-Freunde, das war's für heute. Und schön, dass ihr zugeschaut habt. Und falls es euch gefallen hat, ja, dann lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Bock habt, auch gerne ein Abo auf meinen Account. Ich werde mich da nochmal um die 12 Euro Umarmung Hash bei Twitter kümmern und mal reinschauen, was das da jetzt auf sich hat oder ob man da durchblickt oder nicht. Ja, mein Name ist Johnny Doe und ich bin raus.